Ich bin verliebt in deine Art und in dein Aussehen. Kannst du mich nach Haus bringen? Ich kann kaum noch gerade aus. Weil ich bin nachts, fuck no. Ich weiß, du hast das. Ich hätte meinen Fucker, fuck ihn, ob er ein bisschen hasch hat. Weiß nicht. Hello. Und zwar ist es gerade Donnerstag und ich fahre jetzt gleich auf ein Festival. Es hat heute schon angefangen und ich musste leider noch arbeiten. Und deswegen sind meine Freunde schon vorgefahren und ich fahre jetzt nach. Ich habe noch gar nichts gepackt und bin ehrlich gesagt gerade ein bisschen unmotiviert. Aber das kommt noch. Ich muss jetzt mal anfangen. Ich wette, ich vergesse wieder die Hälfte. Aber gut. So, ich bin jetzt auf dem Weg. Das Auto ist auf jeden Fall vollgepackt. Mit allem. Genau. Ich mache mich jetzt auf den Weg. Ich muss 1,5 Stunden fahren. Und ich freue mich. Ich bin aufgeregt. Ich war jetzt seit 2017 das letzte Mal auf dem Festival. Sau krass. Aufregend. Aber gut, ich fahre jetzt mal los. Ich bin jetzt gerade angekommen und es ist echt einfach die Hölle los. Also, ey, zum Glück habe ich noch einen Parkplatz gefunden. Das war wirklich. Ich habe mich jetzt einfach hier so an die Seite gestellt. Hier ist einfach kein Platz mehr gewesen. Und jetzt warte ich, weil meine Friends sind, glaube ich, alle schon ein bisschen betrunken. Stabil! Und die sind noch nicht losgelaufen. Das heißt, ich kann jetzt noch so 1/2 Stunde im Auto warten, bis die kommen. Aber macht ja nichts, ne? So, ich habe jetzt endlich meine Freunde gefunden. Ich bin ja richtig in Trinklaune. Hat zwar nur 100 Jahre gedauert, aber wir haben es jetzt geschafft. Und jetzt gehen wir zum Platz. Zweite Leer und ein Short. Oder wir machen einen Short. Ah, kein Kuh. Ich glaube, ich hab Heimweh. Vielleicht liegt es am Licht und wie es sich gerade dreht. Oder daran, dass man hier in der Bahn die Spree sehen kann. Tommy. So, ich bin jetzt gerade auf dem Weg zum Auto. Auf die Arbeit. Es ist 5 Uhr und ich sage euch, unsere Nachbarn haben heute Nacht die ganze Zeit Musik laufen lassen. Also haben auch noch richtig mitgegrölt und es war keine gute Musik. Oh, ey. Ich habe gefühlt keine Sekunde geschlafen, aber egal. Let's go. Gute Arbeit. Oh, aber da hinten sieht richtig schön aus. Das zeige ich euch gleich mal. Wie schön sieht das bitte aus. Toll. So, ich bin jetzt bei meiner Arbeit angekommen. Und ich bin überraschend fit. Also dafür, dass ich heute Nacht eigentlich quasi gar nicht geschlafen habe. Geht voll klar. Ich frage mich halt, was die denken, wenn ich meine Armbänder anhabe. Aber gut, ich gehe dann jetzt mal worken. Und ja, wir sehen uns später. Scheiß mal auf ihr Geschwister. Hallo. Wir gehen jetzt aufs Provinzkonzert. Du wolltest nach Paris, nach Wien oder Florenz. Du wolltest einen Balkon. Und dass ich bei dir penne, du wolltest ganz nach oben. Mit Blick auf die Stadt, ich sag, was ist Thank you.
fighting for life. Couldn't stay away. I couldn't fight it out. So ist jetzt Tag 3, eigentlich der letzte Tag sozusagen. Morgen ist ja nur noch Abreisetag. Und die Stimmung ist am all-time high. Da ist Myla, Jacqueline. ja, ich bin gestern schon um 12 Uhr schlafen gegangen, weil ich so hart müde war. Ich habe halt die Nacht davor nur 2 Stunden geschlafen, weil es so fertig. Die anderen 2 sind nochmal los und haben sich nochmal ein Konzert angeguckt. Genau. Aber ich konnte einfach nicht mehr. Und ja, wir haben übrigens kein Pavillon oder so, deswegen sitze ich unter meinem Regenschirm. Unser Platz. Der unaufgeräumteste von allen. Ich glaube, unser ist noch am aufgeräumtesten. Also, das ist gerade die Situation. Sieht man dich? Es ist super heiß. Myla und ich sind nur noch zu zweit. Jacqueline hat uns verlassen, aber die kommt heute Abend wieder. Und ja, wir chillen jetzt einfach bis unsere Basis. Es ist einfach mega heiß. Aber gut. Und ich bin wieder mit meinem Regenschirm unterwegs. Die sieht noch besser aus. Also ich habe eine Nudeltarine dabei, aber wir haben leider kein heißes Wasser und auch kein Wasserkocher. Deswegen haben wir uns einfach Wasser in die Sonne gestellt, weil es halt echt mega heiß. Und wir probieren jetzt aus, ob das auch so funktioniert. Ich weiß gar nicht, wie viel. Doch, ist im Strich. So, okay. Ich rühre das jetzt um und dann zeigen wir euch gleich, ob es geklappt hat oder nicht. Ja. Ja, ist auf jeden Fall geil. Kann man machen. Myla und ich, wir spielen ein bisschen Wer bin ich. Macht Spaß und sie musste gerade schon exen, weil sie nicht erraten hat, wer sie ist. Und wisst ihr, wer sie war? Sie war sie selbst. Immer wieder gut. Klar. Übrigens, ich weiß nicht, was passiert ist. Ich habe irgendwie Sonnencreme ins Auge bekommen. Und mein Auge tut so weh. Und es sieht auch einfach nicht normal aus. Richtig schlimm. Keine Ahnung. Toll, ne? Wir stehen gerade ganz vorne. Richtig cool. Love it. Es ist auf jeden Fall ein bisschen voll im Auto. Ne, Myla, geht's dir gut? So, wir fahren jetzt. So, ich bin jetzt wieder zu Hause. Und das Wochenende neigt sich jetzt auch dem Ende zu. Ich bin jetzt voll müde, aber es war voll das schöne Wochenende. Und keine Ahnung, ich bin jetzt richtig happy und gehe jetzt ganz glücklich schlafen. Ich hoffe, der Einblick in unser Wochenende und das Festivalwochenende hat euch gefallen. Es ist ein bisschen chaotisch geworden, aber genau, ich glaube, es kam trotzdem ganz gut rüber, wie wir das Wochenende verbracht haben. Und ja. Und ich und der Sommer, wir machen Liebe zu dritt. Du und ich und der Sommer. Positive Corona-Tests.